Willkommen bei Nox und dann starten wir einfach mal, denn jetzt, es geht los, würde ich sagen und behaupten. Wir werden mal kurz noch eine Falle herbeizaubern und dann nochmal klein hier ein bisschen aufladen und dann werden wir mal das Königreich hier retten. Denn wir haben ja ein bisschen was vor. Oha. Ja, den hat's erwischt. Und kommen wir hier durch? Ja, kommen wir schon. Eins würde mich nochmal kurz interessieren, bevor wir da langlatschen. Ob wir die Schilde mitnehmen können. Ha, natürlich können wir die Schilde mitnehmen. Und ich muss ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich hier all meine Mana schon wieder, all mein Zeug schon wieder verballer. Hier ist doch was. Ich seh's doch. So. Muss aber aufpassen, dass ich nicht ins Wasser gehe. Das wird mir verdammt nochmal das Leben nicht nur schwer machen, sondern auch noch sehr uneinfach. Okay, der eine ist anscheinend schon gestorben. Nee, doch noch nicht. Huh, ich habe Glück gehabt. Dann werde ich mal... nicht an mir selber, an euch. Kommt nochmal her. So. Sehr schön. Habe ich denen auch nochmal geholfen. Und wie gesagt, hier auf der Seite. Hier haben wir auf jeden Fall interessante Sachen. Ah! Und zwar muss ich hier erstmal den Zombie töten. Hier haben wir nämlich ein paar Waffen und Unterstützungssachen. Schild aus Eisen. Platten, schwach, alles schwach, aber sehr schön, können wir alles mitnehmen. Und schön verkaufen. So, das nehme ich auch gerne nochmal mit. Ups. Mann, ich soll aufpassen mit meinen Waffen. Oha. Gut, schon wieder falscher Zauberspruch. Und jetzt gehen wir mal. Ich will noch nicht ganz rein, ich will noch mal kurz gucken, muss mal schauen. Und zwar, ja, ich weiß den Auftrag. Statistiken, Gewicht, ich bin schon was wieder überladen. Deswegen werden wir noch mal ganz kurz rausgehen, die Sachen verkaufen. Ich weiß zwar, ist eigentlich eine nervige Sache, aber wenn wir schon so eine coole Sachen bekommen, die wir verkaufen könnten, dann machen wir das natürlich auch. Und eigentlich geht's auf Fix. Spiel gespeichert. Hallo, Jungs? Wo sind die hin? Keine Ahnung. Kommst du mit? Redest du mit mir? Nein, du redest nicht mit mir. Und gerade hat's geruckelt. Gut, aber ich will mich hier nicht irgendwie dumm durch die Gegend latschen, sondern ich will einfach die Mission erfüllen. Und das genießen, dass wir hier ein bisschen was verkaufen können. Wir garantieren, dass unsere Waren in jeder Situation einsetzbar sind. Sehr schön. Dann machen wir das auch. Umhang des Funkenschutzes. Behalten wir nochmal kurz. Was ist das für ein Umhang? Umhang schwach einfach nur, dann verkaufen wir den. So, das ist ein Schwert aus Eisen. Es gibt auch nochmal ordentlich Geld. So, und jetzt müssen wir gleich wirklich in die Geldkaschine kommen. 220, 220, 591, 214. Ah, das ist doch toll. Das ist genau, was ich mir vorgestellt habe. Und das lohnt sich da wirklich heute. Nämlich dieses Level ist wirklich eins der wenigen Level, wo man ordentlich Geld abkassieren kann. Und gut, Beschwörung bringt jetzt nichts einzusetzen, weil wir gleich wieder in das Gebiet kommen, wo die Wesen dann verschwinden, die wir beschwört haben. So, aber ihr seid dabei. Gut, dann werden wir mal kurz hier reingelaufen nehmen. Und ich werde hier mal den Zauberspruch kurz auf mich selber machen. Oha. Okay. Und wollt ihr mitkommen? Unsere letzte Verteidigungslinie hält verzweifelt. Ja. Unsere letzte Verteidigungslinie hält verzweifelt die Pest. Ja, wir verzweifelt Nox und so. Ja klar. Gut, hier haben wir nochmal Gold. Ich will nicht meine Bogenmunition verschwenden hier. Gut, hier haben wir eine kleine Hintertür, noch ein Geld. Jungs, ihr sollt mir helfen und nicht hier irgendwie dumm in der Gegend rumstehen. Mit Nerven. Das ist unpraktisch. Und den Typen können wir gleich mal ärgern. Ja, klar. So.
Oh, noch einer. Wir müssen Horrendus beschützen. Die Hellebarde darf nicht in Hekubas Hände fallen. Ja, dann leb wohl und er kommt mit. Warum sage ich leb wohl zu dir, wenn du dann wieder zu mir kommst? So, der Trank, der und Heiltrank brauche ich, den brauche ich eh nicht. Nur noch hier kurz schauen. Eine Kiste. Die töten hier schon fleißig alle. Na gut, sollen sie machen. Truhen braucht man auch gar nicht so direkt öffnen, falls ich euch das noch nicht gezeigt habe. Es reicht eigentlich total aus, bei Truhen einfach nur gegen zu latschen. So, hier waren wir ja draußen. Und... So. Verwenden. Sehr schön. Nämlich Quellen oder... ja, Brunnen können nämlich sowohl Mana als auch Lebensenergie beaufeln. Ich glaub. Genau. Autsch. So. Nervige Biester. Gut. Ah, ich habe noch kurz was vergessen. Können aber eine Abkürzung nehmen. Gold. So, nehme ich das Gold? Nein. Muss hier lang. Genau, und da wollte ich mal gucken. Nein, hier gibt es keinen Geheimgang. Und ich habe überlegt, ob ich nicht statt Umkehr Gegenzauber mache. Achte, ich hätte auch da drüben machen können. So, Heilung. Schon ist er tot. Hier ist nochmal Fressalien für euch, falls ihr Hunger habt. Oh, da geht's hoch. Da wollte ich noch nicht hoch. Ich wollte erstmal runter eigentlich. Und da mal kurz gucken. So, der müsste jetzt in Flammen aufgehen. Sehr schön. Willst du nicht, oder was? Verlangsam. Haben wir jetzt schön auf der neuen Stufe. Und jetzt werde ich auch mal, habe ich auch die Zombies getötet. Sehr schön. Und ich nehme Mana-Trank einfach, weil ich es kann. So. Und weil hier überall zig Mana-Tränke sind. Das war eine Ratte, falls sich niemand gehört hat. So. Die Truhen können wir leider nicht zerstören. So. Und jetzt können wir mal gerne die anderen freilassen hier, oder? Nee. Nicht alle, leider nicht. Ich werde auch hier keine beschwören jetzt für mich. Darauf habe ich keinen Bock. Und hier sind Fallen. So. Gut. Ich weiß nicht, was die schon wieder hier machen, aber... Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich wollte. So, jetzt können wir hier überall reingehen. Und rein töte ich alle Biester hier drin sind töten. Hier haben wir nochmal kurz Gold. Die habt ihr auch schon getötet. Ja, meinetwegen. Seitdem fleißig. Gut, dann wegen wir hoch. Hier waren wir schon. Gehen wir hoch. Und dann gehen wir hier rein. Ist nur das Beste. Achso, kurz mal Mana trinken. Ist vielleicht auch ganz praktisch. So. Sind wir jetzt wieder alleingestellt oder was? Nein, er kommt natürlich mit. Und die Zombies nerven die hier immer. Mit ihrem Untoten da sein. Also meine Aufgabe ist eigentlich fast nur die Zombies mit Feuer zu treffen. So dass sie für immer tot sind. Aber na gut. Ach, wir könnten eigentlich auch durchrennen. Scheiß auf Zombies. Hat eh keinen Schaden mehr. Sagt er und wird vom Zombie getroffen. So, hier unten haben wir aber noch eine Truhe. Genau, wusste ich doch. Ja, Heiltrank, egal. So. Hey, wo war mein Feuer? Wo ist mein Feuer geblieben? Gebt mir Feuer, Jungs. Oh, roter Schlüssel, sehr schön, den brauchen wir auch. Ich glaube, es gibt auch noch einen blauen Schlüssel, ich bin mir nicht ganz sicher. So. Gold, meins, verschwindet. So, hier haben wir noch ein Schwert, nehme ich nicht mit. Kommen wir durch. So. Genau, hier haben wir den blauen Schlüssel. Ein bisschen Gold. So, ich guck mal jetzt gerade nochmal wegen irgendwelche Geheimgänge. Okay, die haben gerade einen Geheimgang irgendwie geöffnet. Da drüben. Dann lasst mich mal raus.
sehr schön. Aber ich sehe an der Wand keinen Geheimgang sonst. Und dass man hier halt hier lang laufen, schlatschen kann, schönerweise. Und jetzt haben wir doch mal 500 Erfahrungspunkte bekommen und eine ganze Menge Mana-Truhen gibt es hier. Und, oh, ein Köcher. Sehr schön. Und dann werden wir gleich mal nutzen. Und gleich nochmal hier, bitteschön. Wo wir schon dabei sind. Hallo? So. Sehr schön. Das brauchen wir. Ein paar Begleiter, die alles in die Luft sprengen. Yeah! So, na gut, eigentlich nur sich selbst und, so, na komm, hier war's doch, genau. Und dabei andere mitreißen. Na gut, mit Meteor und dem Gefolge. Das ist halt was Schönes. Müssten wir gleich hier, genau, zu dem Event kommen. Sorgt euch nicht. Ich habe die Situation völlig unter Kontrolle. Ich werde Hekuba zermalmen, wo immer sie es wünscht. Der Ort ist unwichtig. Im Zweikampf zwinge ich die Hexe in die Knie. Sobald sie mir alleine gegenübersteht, wird Hekuba erkennen, was es bedeutet, einen Kriegsherrn herauszufordern. Okay. Dann leb wohl. Horrendos, deine Ritter des Feuers sind Feiglinge. Der Kampf ist sinnlos. Deine Ehre ist nichts als Schmutz. Gib mir die Hellebarde und ich lasse dich und deine Schäfin am Leben. Vorläufig. Widersetze dich mir und ich werde Dünmir vernichten. Oha. Hekuba, dein schamloser Überfall auf Dünmirs inneres Heiligtum hat mir nur die Suche nach dir erspart. Ich werde deine dunkle Herrschaft beenden, bevor sie begonnen hat. Gucken wir mal. Ich fordere dich zum Zweikampf, Hekuba. Du kannst dich nicht entziehen, Hexe. Oder möchtest du, dass deine Speichellecker deine Feigheit erkennen? Deine Macht würde schwinden wie Staub im Wind. Nur zu, lieber Horrendus. Ich wollte schon immer mit dir tanzen. Ich fürchtete schon, du würdest niemals fragen. Stört es dich, wenn ich führe? Uho! Ruf und Triumph! Ein süßer Augenblick. Das Blut der Nekromanten, das in meinen Adern pulsiert, ist voller Freude. Nun ist der Weg frei. Ich werde über Nox herrschen. Und zwar allein. Oh, möge St. Grendel meiner Seele gnädig sein. Diese bittere Niederlage hätte niemals geschehen dürfen. Der Sand meiner Lebensuhr fließt schneller und schneller, junger Freund. Wir sind Nimm schon Freunde. Kenn ich alten Narren und bringe ihn an den Ort, den ich dir genannt habe. Geh jetzt. Ein gefallener Kriegsherr. Wie hübsch. Ein wahrhaft schöner Anblick. Du wirst das hier nicht mehr brauchen und wir haben größere Verwendung dafür, als du jemals hattest. Ich nehme deine Hellebarde nun an mich. Danke, Horrendus. Nein, nein. Bleib ruhig liegen. Psycho. Verdammt. Dein Heldenleben hängt an einem seidenen Faden, elender Sterblicher. Wenn dir dein Leben lieb ist, störe meine Pläne nicht. Das war meine letzte Warnung. Lässt sie uns einfach nur kommen? Es nicht mir zu folgen. Sonst ist der kalte Stahl der Hellebarde das Letzte, was ihr fühlt. Ich mache keine Gefangenen. Oha. Und jetzt? Dein Trotz, Stolz, Arroganz. Nennt es, wie ihr wollt. Das ist der Grund für meinen Niedergang. Doch es ist keine Lösung, mein Schicksal zu beklagen. Ihr müsst meine Hellebarde retten, bevor der Nekromant Dünmir verlassen kann. Sonst ist alles verloren. Nehmt die Hellebarde, setzt den Stab der Vergessenheit zusammen und tötet Hekuba. Ich fürchte, ich bin am Ende, junger Freund. Nein! Obwohl, ich kenne dich nicht mal richtig. So, und ich werde mal gleich mal hier speichern.
Ein Schreiben gefisst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da drüben haben wir ein paar Spieß gesehen, die mit uns spielen wollen. Bis gleich! Oder bis morgen!